Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Kingswatch. Mein Name ist Lichtschimmer. Wir spielen wieder Was kann Game Dev Tycoon? Wir haben gestern aufgehört mit Silent Shiver, was ein massiver Erfolg ist. Das freut mich ganz besonders, ehrlich gesagt. Und ja, wir sehen auch hier schon, unsere Konkurrenten sind alle sehr, sehr neidisch. Neidisch. Ich habe Silent Shiver gespielt und ich habe mich sehr über die Erfahrung gefreut. Ich habe selten so ein Highlight im Sounddesign gesehen und auch andere Features sind sehr toll. Aber Sound war einfach das Inspirierendste. Und es ist wirklich eines der Top-Spots auf den Charts. Es verdient eines der Top-Spots in den Charts. Von Andrew McNara von Game Informant. Das ist aber sehr nett, dass er das so zusammengeschrieben hat. Das ist sehr schön. Ja, ihr seht schon, wir haben über 500.000 Fans mittlerweile, 130 Millionen. Und das läuft auf jeden Fall. Jetzt werden wir erstmal ein bisschen Contract machen, aber das ist alles so Billigzeug, obwohl 398.000, das können wir schon mal annehmen, würde ich sagen. Wir haben jetzt nicht allzu viele Research-Punkte natürlich noch, weil wir haben schon ein bisschen geforscht. Wir haben mal Medium gut machen, würde ich sagen, weil wir werden jetzt gleich ein Spiel entwickeln und dann können wir die Publicity auf jeden Fall gebrauchen. Wir werden jetzt nämlich sofort das Spiel anfangen, dann müssen wir noch genau in den Hype reinkommen. Okay, Large Game auf jeden Fall. Dann, was machen wir denn heute? Silent Shiver war, glaube ich, das Horrorspiel. Genau. Was könnte man denn machen? Nochmal ein Vampirspiel vielleicht? Oder noch ein Movie-Spiel, so ein Movie-Casual-Spiel oder sowas? Oder Sci-Fi? Ah, Sci-Fi ist auch ziemlich geil. Machen wir Sci-Fi. Was habe ich nämlich da schon gemacht? Ich habe Sci-Fi Adventure, habe ich, glaube ich, schon gemacht, oder? Sci-Fi Action vielleicht? Sci-Fi Action? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall nicht Casual. Aber nehmen Action, komm. Simulation. Probieren wir mal Multigenre. Ich habe nämlich gelesen, Action und Simulation geht einigermaßen. Simulation geht aber eigentlich nur auf PCs. Na gut. Wir probieren aber trotzdem, würde ich mal die PlayStation 3, weil ist ja auf jeden Fall neu. Und Action-Spiele gehen auf der PlayStation 3 auch sehr, sehr gut. Deswegen nehmen wir mal das. Müssen wir mal gucken, also vielleicht, ja. Nee, doch, PlayStation 3, oder? Oder Mbox? Oder PC? Ah, Simulation ist PC und das andere ist PlayStation 3, das ist irgendwie schwer. Wir machen PC. Quiver, klar. Und wir nennen das Sci-Fi Action Simulation. Wir nennen es Barricade the Planet. Aber wir müssen da schreiben. Barricade the Planet. Alles klar. Ich habe das Gefühl, das wird ein Hit auf jeden Fall. 2 Millionen Feature kosten. Alles klar. Go. Alles klar, heute hat Microsoft angekündigt, dass ihr neues Tablet-Device rauskommt, das den Marktanteil von Grapples Grip-Pad wegnehmen soll. Das Grip-Pad featuret eine herausragende Kombination mit integrierten ultradünnen Keyboard. Das Tablet selber hat einen Widescreen-Monitor und einen integrierten Standfuß. Okay. Das habe ich ja nie gesehen, das Teil. Was sollte das für ein Gerät im richtigen Leben sein? Okay. Das Grip-Pad sieht wie eine Kombination aus den traditionellen Notebooks und den Tablets aus. Ja, mal gucken, ob das wirklich den Markt erreicht. Ich bin echt nicht sicher, ehrlich gesagt. Mal ein bisschen Marketing, Magazine Demos, wir machen Large Games, dann machen wir in Phase 2, würde ich sagen, großes Marketing. Okay, Sci-Fi Action Simulation, jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir die Multigenres unter einen Hut bekommen. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so genau gesehen, was nun Multigenres so für einen extrem guten Vorteil bringen. Ja? Also wenn ich jetzt Action Simulation mache oder nur ein Action Spiel mache, hat das jetzt so einen enormen Vorteil oder was ist da Phase? Weiß ich ehrlich gesagt nicht so sehr. Naja. Aaron Gameplay, denn du bist ein geiler Designer. Und go. Ja, okay, 3. Da hinten steht schon Barricade the Planet, steht schon dran. Nice. Ah, 500.000, 800.000, 1 Million, jawoll. 1.000.000, 17.000, das ist doch mal ein Angebot. Das ist doch riesig. Jawoll, Platz 28, na, machst du nix. Aber der Hype baut sich auf. Oh, der Hype. Der Hype ist growing. Oh, und hinten drin Silent Shiver verkauft sich auch wie warme Semmeln. Hammer.
Okay, Stage 2. Ja, wir haben jetzt mittlerweile auch einen Level-Spezialisten. Wir haben jetzt einen Würde- und Level-Spezialisten. Und einen Graphics-Spezialisten. Unsere Sandra ist auch als Graphics. Also Level-Design Leroy ist auf jeden Fall klar. Ich würde sagen, der lassen wir auch auf Dialog Level 8. Lassen wir auch noch da. Lillian macht R-I-I. Und ja, so machen wir es noch ein bisschen höher und dann, ja. Go! Marketing natürlich noch. Ah, das war das Falsche. Wir wollen Small Campaign. Wie in einem Aquarium, die Bubbles. Herrlich. Ja, die Bugs gehen natürlich auch nach oben, der Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Industrie-News. Nintendo hat veröffentlicht, dass sie die nächsten Generation von Konsolen ankündigen, die Wii. Die neue Konsole hat einen Controller mit einem integrierten Display, alles klar. Damit kann man lokalen Multiplayer viel interessanter gestalten, weil jeder Spieler seinen eigenen Screen nochmal hat. Nintendo war schon immer derjenige, der Innovationen auf den Konsolen gebracht hat und die Wii wird in den kommenden Monaten verfügbar sein. War die Wii weiß? Gab es die in der weißen Edition? Weiß ich gar nicht. Ich habe mir die Wii nie gekauft, deswegen ja, kann ich da wenig mitreden. Ich habe nur zu Hause so eine alte PlayStation 2 rumsitzen. Bin ich so der Konsolentyp. Alles klar. Lichtschirm muss auf jeden Fall World Design, das passt. Sandra macht Graphics, damit würde es auch passen. Ach shit, die Leroy ist 102%. Scheiße. Da habe ich nicht aufgepasst. Alles klar. Machen wir mal ein bisschen hier auf 100% hoch, damit wir das ausreizen. Ja, guck mal, ein bisschen World Design machen auf jeden Fall. Ist ja nicht verkehrt. So, Features sieht auch ganz gut aus. Ich würde sagen, go! Nochmal ein bisschen Marketing. Ja, der Hype sieht gut aus. Wenn es jetzt nochmal so ein großer Erfolg wird, jetzt haben wir nämlich viel, viel mehr Hype als bei Silent Shiver. Da geht richtig die Post ab auf jeden Fall. Das wird richtig geil. Alter, über 400 Hype. Hammer. Oh, die wollen schon wieder zur dritten Urlaub fahren. Ja, 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 ich weiß auch. Wollte wieder Paintball spielen gehen. Oh ja, 48 Millionen Sales. Nice. Das war mal ein richtig Bombe-Erfolg. Guck mal, es hat uns fast... Es hat uns jetzt ein Drittel von unserem Gesamtvermögen gebracht, dieses letzte Spiel. Der Hammer. Richtig geil. So, jetzt debuggt noch ein bisschen nach. Können wir also ein Paintball-Spiel gehen. The Aaron, the Brian, the Leroy. Alles klar. Das neue von Micronoff ist aus dem Markt gekommen, mein Gerät. Und go. Sehr schön. Na. New Record. New Combo, Great Combo, Good Management. Ach, kriegen wir nicht, weil wir hatten ja 102%. Schade. Release Game, alles klar. Jetzt machen wir Training. Du machst mal... Was machst du denn? Speed Research vielleicht, oder... Oder du pusht nicht noch ein bisschen mehr? Ne, wir machen Speed. Ja. Ah, der ist mit Reviews noch reinkommen. Na. Oh, 10. Ja. Ja. Na. Jawohl, 10. Nice. Noch eine 10. Nice. Komm, gib mir die 10. Ich glaube, es ist nicht möglich, eine 10 zu bekommen. Es ist einfach wie früher in der Schule. Eine 1 plus hat keiner gekriegt. So, ihr Lutscher geht alle in Vacation und euch trainieren wir jetzt noch, bis euch die Finger bluten, würde ich sagen. Du brauchst auf jeden Fall ein bisschen Game Design. Okay, das M-Pad hat gemischte Reviews bekommen beim Start. Das M-Pad ist nicht dasselbe wie das Grip-Pad von Grapple. Und wir werden sehen, was die Zukunft für diese Plattform beinhaltet. Na gut, dann machst du halt nichts. Training, du könntest mal ein bisschen Technologie brauchen. Du brauchst auch Technologie, würde ich sagen. Alles klar, 500.000 verkaufte Sachen. Nice. Barricade the Planet. Dude. Game Design für dich. Nice, 1 Million. Nice. Du kommst auch frisch aus dem Urlaub. Du kannst erstmal schön ackern, sagst du. Alles klar.
Bisschen Research hin. Designtechnologie, Speed Research. Dann nehmen wir für dich, nehmen wir Programmikus. Ja, ja, ja. Wie die fleißigen Bienchen da unten. Sehr nice. Alles klar, wenn du kein Fan von No Child Darkness Ever bist, dann ist jetzt die Chance, Barricade the Planet zu spielen. Das Core, also das Kern-Gameplay-Mechanics ist, ist wirklich wichtig von dem Developer und die haben es wirklich getroffen. Das Spiel verdient wirklich einer der Top-Spots in den Charts. Und Christopher Rigland. Du geile Socke. Ja, ja, ja. So, ein bisschen researchen, würde ich sagen, weil wir wollten ja schon lange mal, aber wirklich lange, eine neue Engine bauen. Ja. Wir haben jetzt, ich habe mal gelesen, man soll immer eine neue Engine bauen, wenn man eine neue 3D-Grafik hat, aber das haben wir jetzt nicht mehr. Also das Level ja nicht mehr hoch, weil wir kein Research-Labor haben. Naja, machst du nichts. Egal, wir machen ein bisschen Research. Gibt es da noch was für ein bisschen wenig? Für ein bisschen wenig? Bisschen wenig, Mama! Self-Learning eigentlich ist auch geil, aber da haben wir nicht mehr genug Punkte dafür. Celebrity Voice Acting, geil. Das waren es Cutscenes, würde ich sagen. Cutscenes. Du trainierst nochmal. Ah ne, wir können ja auch nochmal researchen, eine 40er oder sowas. Haben wir noch einen 40er? Ja, Soundtrack, alles klar, Goku. Alles klar, die Wu ist veröffentlicht worden. Nice. Okay. Ja, werden wir Contracts wirken, während die anderen Lutscher hier alle ihr Research-Zeug machen. Ein Alien-Search-Contract, was ist das für ein Auftrag? Hammer. Brauchen wir übelste Technologiepunkte. Komm. Sehr gut, sehr gut. Haben wir jetzt die monatlichen Kosten wenigstens ein bisschen gedeckelt. Ja, das Spiel. Large Game auf jeden Fall. Was können wir denn diesmal noch machen? Nochmal mit Evil Spiel vielleicht? Oder Fantasy? Aber so ein Movies Casual Game auf so einem neuen Pad, das wäre auch geil. Das mache ich bestimmt. Bestimmt nochmal. Kann man das auf so einer. Kann man Large Game mittlerweile auf diesen neuen Konsolen machen? Weil damals ging es ja nicht, da wollte ich das auf so einem mobilen Teil machen und dann hieß es halt immer, oh, es geht nicht, Large Games are not supported in this platform. Machen wir auf dem Gripad oder Griffon? Eigentlich ist Gripad geiler, weil das hat einen größeren Bildschirm, zumindest ist es vom Spielen her geiler. Oder auf der Wuuu, aber Gripad ist geil. Hat natürlich ein bisschen Lizenzkosten, ne? Ah komm, Gripad machen wir. Komm, zack, reingehauen. Game Engine Quivers, klar. Wir nennen es Movies Casual Game. Boah. Ein Movie Casual Game. Wir nennen es Bollywood Reloaded. Jawohl. Für everyone. 3D-Grafik, ja. Alles klar, Barricade the Planet hat über 5 Millionen Sales. Alter. Geil. Oh, guck dich das an, über 200 Millionen. Nice. Und 600.000 Fans. Richtig hammergeil. Okay. Casual Game. Oh, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, das ist niedrig, hoch, niedrig, wenn ich mich recht erinnere. War das so? Ja, ich glaube, Gameplay war relativ wichtig. Oh, da ist ja Aaron ziemlich überarbeitet. Ist natürlich hart öde. Mir einmal ein bisschen höher ziehen, damit die es ausgeglichen ist hier. Brian da, Caleb da. Ja, das ist okay. So. Features alles okay. Wir haben immer noch keine neue Engine gebaut, die ich eigentlich bauen wollte. Verdammt. Bisschen Hype aufbauen. Ah, komm, was soll der Geiz? Erstmal 150.000 raushauen am Anfang. Das ist echt so Hardcore-Fans. Ich habe ja noch nie Groupies gesehen in der Firma. Ich bin auch keine vor der Tür, das ist der Wahnsinn, ne? Ich marke die nochmal, bevor Phase 2 beginnt. Okay, Stage 2. Casual Games. Ich glaube, hier war es auch niedrig, hoch, niedrig.
Oh, Leroy ist hart überarbeitet. Shitty. Das ist doof. Ah, ich habe ihn ja auch in Dialog und Level Design. Das macht natürlich nicht viel Sinn, ne? Ich werde ihn gleich nochmal austauschen. Ah, kann man echt mit denen rumspielen? Da fallen jetzt wirklich nur die Prozente unten, ne? Frage mich überhaupt, ob es wirklich so einen riesen Einfluss hat, die Slider. Aber es müsste eigentlich, ich meine, davon hängt ja eigentlich alles ab, ne? Gut, dann machen wir Caleb da vorne. Da ist Caleb auch ein bisschen involviert. Leroy macht die Sache klar. Genau, schön auf 100% einstellen. Na ja, so sieht's gut aus. Und go. Marketing, wir machen Small oder Large Campaign? Small ist nicht. Weil wir wissen ja nicht, bei Casual Games, da bin ich mir immer unsicher. Wir machen sehr selten Casual Games. 80 Millionen Sales, 5 Millionen Einheiten verkauft. Geil. Wir schwimmen im Geld, Freunde. Wir schwimmen drinnen. Hammergeil. Richtig fett. Oh, guck dich den Hype an. Jawoll, jawoll. Ziel ist immer, mehr Hype als Bugs zu haben. Okay, Phase 3. Niedrig, hoch, hoch war das, glaube ich. Graphic und Sound ist in Casual relativ wichtig. Würde sein, es ist Pumpe. Sieht echt gut aus. Machen wir Brian dahin. Weil der hat ziemlich viel Technologiepunkte. Das wäre sonst Verschwendung. Ich habe auch viel Technologiepunkte. Da kann man ein bisschen Würde sein höher ziehen eigentlich. Sender macht natürlich jetzt gar nichts, oder? Dann machen wir was Sandra. Die hat ja auch geil mittlerweile. Die haben ja auch gut gepimpt, die Sandra. 100%. Yep. Und go. Noch ein bisschen advertisen. Oh, G3. Oh, schafft man das noch? Schafft man, glaube ich, noch. Los, G3, beeil dich. Ah, wir haben noch Bugfixing zu betreiben. Das dauert noch eine Weile. Da haben wir G3 locker in der Tasche. Geil. Oh, das wird riesig. Wenn das Spiel noch reinschlägt, ja. Geil. Der Markt sich normalisiert. War der Markt gerade in irgendeinem Trend drin? Hab ich gar nicht gesehen. Okay. Für die Fans der Mbox hat das lange Warten nach einem Update für die Konsole fertig. Microsoft hat angekündigt, dass die Mbox Next bald verfügbar sein soll. Es hat einen eigenen Bewegungssensor in der Mbox integriert in einem kleinen Paket. Die Stärke der Hardware trifft die Erwartungen. Seems to match expectations. Trifft die Erwartungen, was soll das heißen? Na, komisch. Ah, machst du nix. So, jetzt kommt noch G3. G3? Ein bisschen Marketing. G3? Da ist es, jawoll. Geile Markt. Letztes Mal hatten wir durch 1.017.000 oder sowas. Ja, 1.050.000. 57.000, ne? Ist doch schön. Platz. Immer nicht top 10 hier. Alter, der Hype, Hammer, geil. Das ist Grip-Patch-Spiel. Schaffen wir über 1000 Technologie? Schaffen wir es noch? Sieht nicht so aus. Los, so. Machst du nix, aber ich denke mal, Bollywood Reloaded wird hoffentlich ein Riesenerfolg. Wir haben auf jeden Fall wieder gut Research-Punkte bekommen. Neuer Rekord, Great Combo, Good Management. So, das schicken wir euch dann gleich zum Urlaub. Ja, ihr wollt mehr Geld haben, ihr Vampire. Vacation. Und trainieren. Oh, wir haben so viele Punkte. Wir können Sounddesign machen, aber das ist doof. Okay, wir sind hier. Du trainierst bitte. Was können wir dich denn noch trainieren? Game Design. Noch ein bisschen weiter pushen den, wenn er schon so gut ist. Du machst bitte Programming Kurs. Und du, mein lieber Brian, machst. Ich könnte mir jetzt mal zum Spezialisten machen. Level Design haben wir ja schon. Nein, wir trainieren nicht erstmal normal. Erst Reviews drin. Bollywood Reloaded, mal gucken. Oh, geil. 10. Nice. Noch eine 10. Jawohl. Komm, gib mir noch eine 10. Jawohl. Noch eine 10. Komm. Ich hab deine 10 gesehen. Ja.
Jawohl, hier ist... Wir haben es geschafft, Leute. 4×10, es ist also doch möglich. Oh. Yes, Sir. Yes, Sir. In your face, bitch. Perfect Game. Es hat sogar einen roten Stanz-Achievement. Geil. Oder sogar noch vor Jahr 30. Richtig geil. Einfach nur Hammer. Kann einiges. Aber da ist die Zeit auch schon wieder um, Leute. Schade, schade. Morgen geht's weiter. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit einschaltet bei King's Watch. Mein Name war Lichtschimmer. Bis dahin, haut rein.